Hallo, liebe Mitglieder. Ich möchte mit euch heute ein kleines Wirbelsäulentraining machen. Wir machen heute mal was mit dem Stuhl. Macht einfach mit, wie ihr mitmachen könnt. Wir beginnen. Setzt euch aufrecht hin. Und wir fangen ganz langsam an. Erstmal ein bisschen mit Mobilisation. Das heißt, einmal nur mal die Schulter nach hinten kreisen. Könnt die Bewegung jetzt auch ein bisschen größer werden lassen. Nimm den Oberkörper mit. Nimm die Ellbogen mit nach hinten. Wichtig ist, dass euer Stuhl keine Lehnen hat, dass ihr euch bewegen könnt auf dem Stuhl. Könnt auch die Arme mit nach hinten nehmen. Auch unten am Boden vorbei. Jawohl. Zweimal noch nach hinten. Eins, zwei und bleib oben mit den Händen. Zieh dich nach oben, streck dich. Zieh den Arm nach oben, schieb ihn weit zur Decke. Nimm den Brustkorb hier mit. Öffne die Rippen. Jawohl. Dasselbe machen wir nach vorne. Zieh dich nach vorne oder schieb deinen Arm nach vorne. Weit nach vorne. Nimm den Brustkorb mit. Dreh den Oberkörper. Ich mache es mal seitlich vor. Weit drehen. Jawohl. Schieb mal richtig zur Seite, die rechte Hand nach links, die linke Hand nach rechts. Jawohl. Und komm dann zurück zur Mitte. Nimm die Hände auf die Oberschenkel oder auf die Knie. Mach deinen Rücken rund, Bauchnabel einziehen, Brustkorb nach vorne, nach hinten schieben, Kinn zur Brust. Und öffne deinen Oberkörper, nimm die Arme mit nach hinten, schieb dein Brustbein weit nach vorne. Mach den Rücken wieder rund. Und gerade, aufrichten, rund und zurück nach hinten. Brustbein nach vorne, Kinn nach oben und den Rücken wieder rund. Aufrichten, rund, aufrichten. Jawohl. Zweimal noch. Genau. Jetzt komm mit den Händen nach unten zu den Füßen und komm nach oben durch den Deckel. Runden und richte dich wieder auf. Runden. Komm hoch, atme ein und geh nach unten, atme aus. Zweimal nach oben noch. Einatmen hoch, ausatmen tief und bleib oben mit dem Oberkörper, die Hände ganz locker, Schultern noch einmal locker kreisen. Jawohl. Jetzt gehen wir diagonal, nimm die rechte Hand, geh zur mittelrechten Hand, zum linken Knie und komm weit nach oben, schau weit nach hinten und zurück zum Knie und weit nach hinten. Schau deine Hand nach, dreh den Brustkorb, öffne dich und komm wieder nach vorne. Jawohl. Einatmen nach hinten, ausatmen, wieder nach vorne. Komm hoch, einen Arm weit nach oben und weit nach hinten. Genau. Noch einmal, weit nach hinten und nach vorne. Zurück und vor. Zweimal noch, komm nach hinten, öffne den Oberkörper, streck dich weit nach hinten und vor. Wir wechseln die linke Hand hoch nach hinten, so weit es geht und wieder vor. Zurück nach vorne. Weit hoch, schau der Hand nach. Atme ein, wenn der Arm nach hinten geht. Atme aus, wenn man nach vorne kommt. Mach das so in deinem Tempo.
zurück. Sehr gut. Schultern wieder lockern. Wir nehmen jetzt das rechte Knie, die linke Hand und drückt Hand und Knie gegeneinander. Haltet die Spannung. Weiter atmen. Bauch und Rücken anspannen. Haltet die Spannung. Langsam wieder lösen und wechseln. Diagonal, rechte Hand, linkes Knie gegeneinander drücken. Haltet die Spannung. Feste drücken, 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 drücken. Und wieder locker lassen. Noch einmal wechseln. Kräftig gegeneinander drücken. Haltet die Spannung. Und langsam wieder lösen. Noch einmal wechseln. Spannen, halten, drücken, drücken. Und langsam wieder locker lassen. Die Beine kurz ausschütteln. Jetzt nimm die Hände über Kreuz an deine Knie. Achte drauf, dass dein Rücken trotzdem gerade ist. Die Hände über Kreuz an die Innenseite der Knie und drück jetzt die Knie nach innen und mit den Händen drück die Knie nach außen. Hier gegeneinander drücken, kräftig. Halten die Spannung. Immer noch halten, halten. Schieb deinen Brustkorb weit nach vorne. Bleib aufrecht mit deinem Oberkörper. Und langsam wieder lösen. Beine lockern. Und dann noch einmal. Kleine Pause. Nimm die rechte Hand ans linke Knie, linke Hand an das rechte Knie. Innenseite der Knie. Rücken wieder gerade, Brust raus und drücken. Spannung halten. Versuch den Druck so lange wie möglich zu halten. Anspannen. Rücken gerade lassen, weiter atmen. Kräftig drücken. Komm, jetzt drück noch einmal ganz kräftig. Halte die Spannung. Und langsam wieder lösen. Die Beine lockern. Jawohl. Jetzt setz dich an den Rand vom Stuhl, nimm einen Fuß nach hinten zwischen den Stuhlbeinen. Ein Bein steht vorne auf, Ferse und im Knie. Nimm die Arme seitlich an den Oberkörper. Mach jetzt ganz gerade deinen Rücken, Brustbein raus und komm mit dem geraden Oberkörper nach vorne. Halte das hier und richte dich jetzt auf, komm nach oben. Drück dich mit deinem linken Bein nach oben, komm gerade hoch. Geh so wieder zurück, aber nicht ganz absitzen und wieder hoch. Zurück und hoch. Ja, Bauch und Rücken ist ganz angespannt, der bleibt auch ganz ruhig, es verändert sich gar nichts. Ja? Nur die Beine bewegen jetzt. Beine beugen und streck dich. Komm nach unten, streck dich. Ohne den Stuhl, also ohne auf dem Stuhl richtig abzusetzen, nur berühren. Wieder hoch. Tief und hoch. Wenn du möchtest, kannst du die Arme mitnehmen. Arme gehen nach oben. Wenn du mehr machen möchtest, ansonsten lass die Hände einfach unten. Jawohl, weiter. Noch viermal. Komm. Tief. 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 Und noch einmal. Und wir gehen zurück. Und wir wechseln. Das andere Bein. Vorne wieder drauf achten. Knie über der Ferse, Brustkorb aufrichten. Komm mit dem geraden Oberkörper nach vorne und richte dich jetzt auf. Und wieder zurück. Ohne ganz abzusitzen auf dem Stuhl. Tief und auf. Auch hier, wenn du mehr machen möchtest, nimm die Arme wieder zu, nimm die Arme hoch und wieder ab. Hoch und ab. Hoch, ab. Jawohl, dann nochmal. Viermal noch. Drei. Zwei. Und dann lass
Mal. Jawohl. Und schüttelt die Beine aus. Wir bleiben stehen. Dreht euch zum Hocker. Nehmt die Hände, haltet sie außen am Stuhlrand. Stellt die Hände auf. Schaut, dass die Schulter über den Händen ist. Zehenspitzen nach hinten stellen. Und einfach mal hier halten. Bauch und Rücken anspannen, Brustbeine raus. Bleibt gestreckt, Bauch und Rücken angespannt. Und halte. Wenn dir es zu schwer ist, geh einfach ein Stück zurück. Oder geh auf die Ellbogen. Halte es mit den Ellbogen auf dem Stuhl. Wie du möchtest, so wie es für dich angenehmer ist. Aber streng dich ruhig ein bisschen an. Kannst wieder hoch. Mach das so für dich. Kannst es auch noch anstrengender machen. Nimm ein Bein weg vom Boden. Wechsle. Halte die Spannung. Jawohl. Zweimal noch, komm. Rechtes Bein. Und linkes Bein. Und locker lassen. Und den Po nach hinten schieben. Komm nach vorne, die Schulter lockern. Und leg dich jetzt auf die Matte. Die Füße auf den Hocker. Achte darauf, dass dein Stuhl nicht wegrutscht vom Boden. Nimm die Hände mit dem Handrücken auf den Boden. Stell die Füße auf den Stuhl. Und komm mal hoch mit dem Po. Spannung halten. Langsam wieder runter. Du kannst auch nur eine kleine Bewegung machen, halten. Oder leg die Beine ab. Versuch hier den Po anzuheben, so wie es für dich angenehmer ist. Entweder Füße aufgestellt, komm hoch mit dem Po. Mach die Bewegung hoch. Und wieder runter. Hoch. Und wieder runter. Oder halte einfach den Po in der Luft. Drück die Arme nach unten, schieb dein Brustbein Richtung Decke. Halte die Position. Und komm ganz langsam wieder nach unten auf die Matte. Noch einmal, Arme nach unten drücken, Po anheben. Gerne könntest du es auch einbeinig machen. Po in der Luft halten. Ein Bein nach oben strecken. Halten. Komm langsam wieder zurück. Wechsel das Bein. Oder setz zwischendurch den Po wieder auf die Matte ab. Atme nicht vergessen und komm ganz langsam wieder nach unten mit dem Bein und den Po nach unten setzen. So, wenn du die Beine jetzt so auf dem Hocker hast, geh mit dem rechten Arm oder rechte Hand Richtung linkes Knie aufrichten an die Außenseite und wieder zurück. Wir machen das nur mit der rechten Hand hoch und beim Zurück nicht die Schulter ganz ablegen. Einfach wieder hoch. Zurück, hoch und zurück, ohne ganz abzuliegen auf der Matte. Hoch und zurück. Jawohl, das machen wir jetzt noch 10 Mal. 1, jawohl, komm hoch. Fünf, sechs, sieben, acht, gleich haben wir es. 9. Und jetzt bleib oben beim 10. Mal. Und geh mal ganz kleine Bewegung. Schieb die Arme nach oben. Schieb deinen Brustkorb hoch, Richtung Knie. Jawohl. 8. 7. 8. Und halten. Und komm ganz langsam zurück. Jawohl. Nimm die linke Hand an das rechte Knie. Und komm hoch und wieder ab. Hoch und ab.
ohne die Schulter hier ganz abzulegen. Hoch und hoch. Jawohl. Komm hoch. 10 Mal. Auf geht's. Hoch und wieder. Hoch und. Jawohl. Die letzten 5, 4, 3, 2 und halten. Bleib oben und komm kurz nach oben. Zieh nach oben. Und 8, 7. Hoch, komm. 4, 3, 2. Halte. Und komm ganz langsam wieder zurück nach hinten. Arme und Beine strecken. Zieh den Bauch auseinander. Mach dich ganz lang mit den Armen weit nach hinten schieben. Kannst die Beine auch unten durchschieben, die Beine strecken und so den Bauch auseinanderziehen. Dehnen den Bauch. Mach dich ganz lang. Jawohl. Und langsam wieder lösen. Sehr gut. Jetzt komm noch einmal auf die Knie. Nimm die Hände auf den Stuhl. Nimm die Hände etwas schulterbreit auf dem Stuhl. Die Knie sind auch hüftbreit. Und lass jetzt mal den Oberkörper nach unten hängen. Dehn so deinen Brustmuskel, Brustbein weit nach unten schieben. Halte die Dehnung. Versuch mit jedem Atemzug noch weiter deinen Brustbein Richtung Boden zu schieben. Jawohl. Kurz halten noch. Und dann komm langsam wieder hoch. Richte dich auf. Auf Schulterhöhe, Arme. Jawohl. Jetzt nimm das rechte Bein, streck das rechte Bein nach hinten, nimm die linke Hand vom Stuhl weg und halte die Balance. Streck dich, bleib angespannt, Bauch und Rücken anspannen, hier keine Bewegung, ganz stabil bleiben. Eine Linie, Oberkörper, Arm und Bein. Achte auch darauf, dass du das Becken nicht nach außen drehst, bleib mit dem Becken unten. Halten. Und wechsle. Linkes Bein, rechter Arm. Strecken, lang machen, anspannen. Auch hier wieder das Hüfte nicht ausdrehen, Hüfte unten halten, Arm strecken, Bein strecken, lang machen, halten. Und langsam wieder ab. Noch einmal die andere Seite. Rechtes Bein, linke Hand, mach dich lang, halte, atme nicht vergessen. Jawohl. Und noch einmal wechseln. Linkes Bein, rechter Arm, strecken, lang machen, halten, weiter atmen, Spannung halten. Und komm ganz langsam wieder zurück. Richte dich noch einmal auf, mach den Rücken rund, Bauchnabel einziehen, Hohlkreuz, Rücken rund. Komm ins Hohlkreuz. Und noch einmal rund. Gerade den Rücken. Und dann kommen wir hoch. Wir setzen uns noch einmal kurz auf den Hocker. Und zwar ganz an die Kante. Das heißt, ich bin jetzt nur mit der linken Po-Hälfte auf dem Stuhl. Das linke Bein bleibt auch vorne und das rechte Bein schiebt man so weit wie es geht nach hinten. Und zwar wollen wir jetzt hier noch den Hüftbeuger dehnen. Achte darauf, dass er hier ganz aufrecht bleibt. Schieb das Bein nach hinten und versuche auch hier hinten
das Knie nach oben zu führen, sodass du wirklich die Dehnung hier in der Hüftbeuge spürst. Schieb die Ferse nach hinten, schieb das Knie nach hinten und halte die Dehnung. Strecken, jawohl. Versuch immer noch mehr die Dehnung, in die Dehnung reinzukommen. Jawohl, schieb die Ferse nach hinten, das Knie nach oben, nicht nachgeben, halten noch kurz. Und langsam wieder lösen. Dasselbe machen wir natürlich auf der anderen Seite. Das heißt, ihr rutscht ganz rüber auf die andere Seite vom Hocker. Rechtes Bein ist jetzt vorne, Knie über der Ferse und das linke Bein weit nach hinten schieben. Achtet darauf, dass der Oberkörper aufrecht bleibt. Und hinten die Ferse ganz weit nach hinten schieben. Das Knie nach oben drücken. Halten. Und versuch ganz locker weiter zu atmen und mit jeder Atmung noch mehr das Knie nach hinten oben drücken und die Ferse nach hinten schieben. Lang machen. Jawohl. Weit wegschieben. Drück dich weg. Ferse nach hinten. Und langsam wieder locker lassen. Komm nach vorne, setz dich wieder auf den Hocker. Atme ein und atme aus, lass deinen Oberkörper hängen. Noch einmal einatmen, Arme nach vorne, bleib ruhig auf dem Oberschenkel liegen, lass deinen Kopf ein bisschen hängen. Schultern lockern. Und einmal aufrichten, einatmen, Arme hängen lassen. Einatmen. Fallen lassen und langsam wieder aufrichten. Das war's auch schon wieder heute. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr seid bald wieder dabei. Ciao!